Das Ringheiligtum vermüllte. Jetzt habe ich es endlich mal geschafft herzukommen. Zum Durchlesen bitte auf Stopp drücken. Und hier bauen sie eine große Ausstellungshalle. Vermutlich auch mit Kaffee und so. Aha. Aha. Öffnungszeiten. Heute nur 14 bis 18 Uhr. Schön. Und da gehe ich jetzt mal hin. Rundgang. Errichtung eines Informationszentrums am Ringheiligtum Pömmelte. Sehr cool. Da ist ein Aussichtsturm. Das Rondellphänomen. Bitte anhalten zum Durchlesen. Epochenwandel. Und es begab sich im Jahr 3446 vor Christus, dass die alten Germanen hier einen schönen japanischen Steingarten angelegt haben. Nee, das ist ja Glas oder was soll das denn? Aha. Sehr seltsam. Sakraler Gründungsakt. So, da muss ich jetzt hoch. Oh, da gibt es Infoblätter. Sehr schön. Bitte scannen. Hier könnt ihr euch die Luca-App runterladen. Weiß nicht mal, was das ist. Braucht man sowas zum Leben heutzutage? Stempelstelle 7. Harzer Wandernadel. Stempel ist da, weißes Tuch fehlt. Da geht's hoch. So, vor 4300 Jahren kam Merlin aus Irland und hat hier lauter Steine hingelegt. Und dann kamen irgendwann die bösen Gutmenschen, haben die Steine wieder weggenommen. Und noch viele Jahrtausende später haben sie dann hier die Pfähle hingestellt. Ja, und jetzt sieht es richtig schön schick aus. So wie es früher nicht ausgesehen hat. So, nun habt ihr alles gesehen. Da ist Schönebeck, da ist Norden, da ist Osten, da ist die Elbe irgendwo, da ist Süden. Ich weiß gar nicht, ob das das Dorf Pömmelte ist, muss das wohl sein. Und da ist Blick Richtung Westen. Und Merlin sprach, nun lasset uns denn wunderschöne nordamerikanische Indianer-Skulpturen in das Holz reinschnitzen. Ja, viele Grüße an den alten Knochen und Dennis weltweit. Faszinierend. Und das alles gab es vor 20 Jahren noch überhaupt nicht. Kaum zu glauben. Ritualgeräte. Da haben sie Leute begraben. Naja, ob das wirklich so aussah, ist die Frage. So schaut es dann aus. Das kommt mir doch wirklich alles sehr indianisch vor, ja, diese Schnitzereien.
So, dann wollen wir mal schauen, wo der Sonnenaufgangspunkt ist. Da ist zumindest schon mal der Sendemast zu sehen. Irgendwo muss doch dann hier eine Lücke im Zaun sein, wo man den Sonnenaufgang zum Frühlingsbeginn anschaut. Oder verwechsel ich das jetzt mit Stonehenge? Oder mit Abu Simbel verwechsel ich das wahrscheinlich wieder. Faszinierend. Also ich sehe jetzt ja keine Zaunlücke, wo man den Sonnenaufgang oder den Sonnenuntergang beobachten könnte. Das ist definitiv jetzt nicht mit drin. Da ist Süden, da ist kein Sonnenaufgang. Na gut. Ich denke, soll es dann erstmal gewesen sein hier aus Pömmelte. Interessant, kann man mal angeschaut haben, aber naja, ich denke mal Stonehenge ist schon ein bisschen prägnanter. Die Sichtachse haut definitiv nicht hin. Und zum Abschluss nochmal ein Torii-Gate. Ein Torii-Gate mit der japanischen Kriegsflagge. Wie kommt das denn hierher?